ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, ja, dass sie schon gehört, das ist voll geil, was du erzählst. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht. Dann laufen, wenn die fertig sind. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Interessant. Ich dachte, sie zielt auf mich vorhin, ja. Okay. Nicht irgendwie knapp. Aber die Alice, die geht so geil ab, ne? Wir machen das einfach. Ist für uns viel zu easy. Pam, durchgebrochen hier. Gebrochen, ja. Das ist genau, was ich meine. Ja, Zuschauer verstehen mich. Hoffe ich mal. Das war knapp. Und das war scheiße. Gut, wir sind einmal gestorben, aber lass uns nicht unterkriegen. Jetzt warten. Wir warten lieber. Jetzt ist sicher. Uiui, hier gehen wir runter. Legen es nicht drauf an. Ich dachte, das geht da durch noch. Mein Gott, bin ich blöd. Wir legen es lieber nicht drauf an. Wir wollen das Level schließlich so schnell wie möglich schaffen. Ich diese 2D-Level gar nicht leiden kann. Also nicht bei einem Spiel, das einfach so viel geileres hat als 2D. Sieht natürlich cool aus, muss man schon sagen. Das sind Fastnachtsmasken da. Die Wespen mit den Fastnachtsmasken. Aber 3D-Schnetzeln ist schon... Scheiße. Ja, ne? Ach, das sind Wellen. Die töten mich. Okay. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Denn das Gleiten hört nach einer Weile auf. Und so, jetzt gehen wir wieder da lang. Und diese Pflanze irgendwie da, da sind wir irgendwie verreckt vorhin. Vollkommen normal. Das jetzt. Ja, wir werden es später rausfinden. So, jetzt sammeln hier schön die Zähnchen ein. Da rechts ist was. Das trauen wir uns. Für einen Zahn. Hätte ich mir doch überlegen sollen, ob wir das machen. Naja. Nicht geschadet. Alles gut gelaufen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nicht hinfallen. Ich weiß nicht, wo ich raufspringen kann. Auf das Haus oder wie? Weil ich darf hier nicht auf Feuer landen. Komm. Der schießt da. Es kommt bis dahin. Ich muss von Haus zu Haus springen. Okay. Dann warten wir, bis der geschossen hat. Ich muss erst auskundschaften, wie die Lage ist. Ja. Gut, eigentlich ist es nicht sehr schwer. Gut, da oben schießt der noch kurz dahin. Ich weiß nicht, ich darf den, glaube ich, auch gar nicht berühren. Oh Gott, es geht weiter. Okay, da. Der schießt bis da. Gut. Holen wir das Häuschen da noch. Boah, der ballert da geradeaus pam durch. Und der andere da oben auch. Das ist einmal zack da und dann da. Zack da und dann da. Müssen hier ausweichen. Können hier rüber. Und dann so schnell wie möglich darüber. Die Wolke von unten, die mag uns nicht. Das heißt, da könnte schwer werden. Boah, jetzt stellt euch mal vor, die Drecksviecher würden noch zielen. Das wäre richtig asozial. Das würde ich ja... Da hätte ich ja echt einen Schaden gekriegt bei dem Teil.
Aber gut, nur... Boah, jetzt sind wieder richtig Rücken. Nur einmal gestorben, das ist vollkommen normal. Ich glaube, hier ist auch nichts zum Looten. Nee, kann man nicht rüber. Dann geht's hier raus aus diesem Tempel. Boah, und ich weiß noch... Daimyo hieß der, gell? Daimyo war das, ne? Boah, ich will nicht wissen, wann wir jetzt endlich zu dem kommen. Sind wir schon mega lang im Kapitel 3. Oh, ein Kampf. Ein süßer Kampf. Ich habe mich jetzt ja im... Zwei von denen. Lass ihn mal. Bam, machen wir den einen. Gut, dann machen wir immer so, wir müssen den einen erst... Uiuiui, das wird nicht easy. Gar nicht easy. Zwei hatte ich jetzt noch gar nicht. Boah, ich will mir das nicht vorstellen im Albtraummodus. Komm. Warte. Geht ja gar nicht klar. Ich kann nicht mal irgendwie angreifen. Wir killen jetzt den Kleinen einfach mal. Ist der eine gerade voll, voll durchgerauscht. Kein Problem. Komm, da kommt der Zweite. Also das ist echt scheiße, da hab ich auch was. So, dann geben wir dem. So, oh, der greift uns an. Nochmal. Und nochmal. Ich muss ausweichen. Uiui, ganz kleiner Leck. Gut, der machen beide die gleiche Attacke, dann ballern wir die dann kurz hier an. Der hat Schaden von uns. Ja, gell. Uiuiui. Beide gleichzeitig. Das sieht da mal geil aus, glaube ich. Der ist richtig geil, das Thumbnail gewesen, wenn beide gleichzeitig geschossen hätten. So, gut, der schießt. Wir machen erstmal den einen da weg. Wir müssen uns die Suelta-Schelle geben. Weil der kommt hier vorbei. Dann smashen wir den hier auseinander. Aua. Das hat wehgetan. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch... Wenn wir einmal getroffen werden jetzt noch, dann sind wir, glaube ich, tot. Oder ob wir dann Hysterie haben. Der ist wieder. Ausweichen. Wir müssen ausweichen. Und der ist gleich weg. Kommt, da fehlt nicht mehr viel. Ja. Der andere kommt. Alter Vater. Woo! Also wenn das nicht geil war, ne? Dann weiß ich auch nicht, was ihr sehen wollt. Woo! Da ganz geil durchgeflutscht die Kugel. Aua! Oh scheiße, da hab ich voll nicht aufpassen. Da war ich. Alter, wie hat der mir den gegeben? Das habe ich gar nicht gesehen, dass der schlagen wollte. Ja gut, jetzt, ne? Glück gehabt mit Hysterie. Im Albtraummodus wäre ich schon. Ein Schlag hätte mir schon vier Rosen gezogen, also nur so als kleiner Vorspann. Und ich werde auch beim Albtraummodus, habe ich mir gesagt, ich nehme nur die Kämpfe auf, aber nur die Kämpfe, wo so zwei, drei mehr Leute sind. Damit ihr seht, wie das Kampfsystem da so ist beim im Albtraummodus halt. Weiß nicht, wie wir so einen Scheißdreck machen haben. Gott. Und wieder windet sich der Schattendrache den Pfad entlang. Folge dem Drachen, Alice. Ah, ich verstehe, wie der Hase läuft. Wirklich ganz logisch. Zumindest jetzt. Okay, ich hab's aber nicht verstanden. Wir müssen wieder die Viecher sammeln, die Cubes. Monster und ein Box. Beste Beschreibung ever. Hauptsache, die geben uns schön Leben. Das finde ich ja mal mega geil, dass sie uns viel Leben geben. Wir sind noch gar nicht so noobig, dass wir das brauchen. Aua. Das ist ja bestimmt so ein Kampfteil, ne? So. Da kommen davon noch. Ist ja unfreundlich. Knallen wir da drauf hier. Scheiß Larven. Ich hasse die übrigens, die trifft man einfach nicht. Weg. Wir schnetzen jetzt auch mal alle weg. Diesen interaktiven Zielsystem halt einfach, ne? Man die alle schon weg. So,
Das war's. Irgendwie so 20 von den Schnetzeln und dann geht's kaputt. Ja, was für ein Challenge. Genau das erwartet man. Uiuiui. Wir hören kein Schweinchen. Doch, jetzt haben wir eins gehört. Oder Einbildung? Ich guck da lieber nochmal so. Weil diese Schweinsviecher solche Motherfucker sind. Das bewegt sich zu uns hin. Nehmen wir gern dankend an. Oder, da ist der nächste Cube. Eine Heilblume. Ja, dann nehme dankend an. Das habe ich übrigens auch erst im Albtraummodus entdeckt, dass die heilt. Als ich das angefangen hatte. Weil da achtet man viel mehr auf sein Leben. Jetzt habe ich die Dinger nicht mehr. Hallo! Boah, ich kann nicht hier über das geile Bein da rübergehen. Von der nackten Geilen. Was ist denn das? Eine Gottesanbeterin. Ja, wortwörtlich kommt das jetzt schon ziemlich gut hin. Und lustig irgendwie. Ein humoröser Effekt. Hoho. Ja. Achso, das bringt uns gar nichts hier. Das kommt erst danach. Oder was hat uns das überhaupt gebracht? Ich habe da nämlich nicht drauf geachtet. Blöd gelaufen. Es könnte sein, dass jetzt eine Erinnerung futsch ist, aber... Wir kommen doch nicht hoch. Ach so, davon kommen wir ja her. Da sind zwei Blöckchen. Ah, ich glaube, das ist auch ein Teil, wo man herkommt. Gut, dann... würde ich mal sagen, gehen wir mal da lang. Zwei Blöckchen haben wir ja gefunden. Guck mal, was hier für eine Party abgeht. Da ein Weg und ein zweiter Weg. Mit wieder einer Heilblume. Sogar zwei. Boah, ich finde einfach diese Vorpeilklinge viel, viel geiler als das Steckenpferd. Steckenpferd geht mir auf den Sack. Cube in der Richtung. Alles klar, nehmen wir mit. Zack drauf, weil wir auch solche Cheater sind. Hier diese... Nein! Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Na komm, 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 komm. Ja, wir machen einfach direkt hier, bam, zack, meins. Schweinsnäschen. Ich finde dich, ich fick dich. Wie viel haben wir denn gefunden? 8 von 11, da sind nicht mehr viel übrig. Ich dachte vorhin nicht echt, ich hätte eins gehört, ne? Oh, zwei Durchgänge. Ja, dann machen wir die beiden Durchgänge auf jeden Fall. Okay. Das ist ziemlich dunkel hier. Ich sehe ja selbst gar nichts. Boah. Ich glaube, bei euch müsste der Bildschirm jetzt gerade ganz schwarz gewesen sein. Aber ich muss zugeben, bei mir war der genauso schwarz. Ja, jeder Gottesanbeterin. Okay, ich glaube, da müsste ein Schalter sein. Irgendwo. Da. Da ist er. Der geile Schalter. So, Tür geht auf. Wunderbärchen. Dann gehen wir da einfach mal kurz schnell durch. Alles easy. Ah, wir müssen nicht mehr durchgehen. Wir müssen einfach nur das Ding klauen. So. Was? Ja, ich gehe da aber nochmal lang, Okay. Der Schwanz ist unten rechts. Das heißt, der Kopf, Boah, warte mal. Das geht. Der Schwanz, der ist hier unten. Das hier
Der Kopf, der muss dann dahin.